Dieses Mal schauen wir uns ein Spiel an, wo sich die Entwickler gesagt haben, verdammt, damals war doch wirklich alles besser, als Heroes of Might and Magic noch in seiner Hochzeit war, mit Heroes of Might and Magic 3. Und das wollen wir heute in die neue Welt transportieren. Und das Ergebnis, das schauen wir uns jetzt mal an, denn das müsst ihr gespielt haben. Wie angedeutet, handelt es sich bei Songs of Conquest um ein Strategiespiel, genauer gesagt ein Rundenstrategiespiel, ganz im Sinne und im Blute von Heroes of Might and Magic, vor allen Dingen Heroes of Might and Magic 3. Allerdings bringt es einiges Neues auf den Tisch, was man vorher so noch nicht gesehen hat, was man eben gut und schlecht finden kann. Es ist also für alle geeignet, die irgendwo diesen Nervenkitzel von Heroes of Might and Magic und ähnlichen rundenbasierten Strategiespielen in einem schönen Fantasy-Universum benötigen. Die Besonderheit an Songs of Conquest ist ganz klar sein Kampfsystem, wo man mit verschiedenen Essenzen theoretisch unendlich Zauber in einer Runde in einem Kampf zaubern kann und damit alle möglichen strategischen Finessen aufbauen kann, um seine Gegner zu besiegen und zu vernichten. Außerdem arbeitet es viel aktiver mit aktiven Fähigkeiten der einzelnen Einheiten und hat ein exklusives Bausystem, was man sonst in solchen spirituellen Nachfolgern von Heroes of Might and Magic nicht finden wird. Als weitere Besonderheit, die man nicht vergessen darf, ist die Forschung, die man tätigen kann, um gewisse Spezialisierung von Einheiten voranzubringen und damit durch eine ganz klare Strategie, durch limitierte Ressourcen, einen Vorteil zu erringen. Erstmal die Basics. Wir haben bei Songs of Conquest 3 Kampagnen verfügbar, jeweils mit 4 Missionen und eine vierte wird noch kommen, die wahrscheinlich auch wieder 4 Missionen bieten wird. Außerdem klassisch könnt ihr natürlich Karten generieren lassen, könnt euch verschiedene Szenarien auswählen und habt verschiedene Fraktionen zur Auswahl. Es gibt momentan 4 Fraktionen, deutlich weniger natürlich als bei Heroes of Might and Magic 3. Allerdings sind auch diese 4 Fraktionen einzigartig in ihrem Spielstil und bieten ganz besondere Einheiten. Da haben wir einmal Arleon, was man so ein bisschen mit Castle vergleichen kann, was allerdings noch so P-Einheiten mit eingebunden hat. Das ist generell so das Thema dieser Fraktionen. Die Fraktionen bieten immer nicht nur eine Art von Rassen oder Kulturen, wie auch immer, sondern immer so eine Mischung. Dann haben wir nämlich die Baronie von Loth, die mit Untoten und Kultanhängern arbeitet. Dann haben wir Baria, die Händlerfraktion, die mit den Harima, eine Rasse hier in diesem Fantasy-Universum, und halt mit typischen Musketenschützen, Technikern und so weiter arbeitet. Und als letztes die Rana, die mit Sumpfmonstern und Froschwesen, also Rana, arbeitet, um auch im höchsten Fall dann Drachen zu produzieren und halt ihre Gegner zu überrennen. Ganz im Stil von Heroes of Might and Magic 3 können wir auch Helden wählen. Die Helden haben verschiedene Fähigkeiten, die sie am Anfang stärker oder schwächer machen, verschiedene Spezialisierungen, die ihnen einen ganz klaren Vorteil geben, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Knirscher-Hochmeister der Fae, der alle Fae-Truppen, das heißt alle diese Feeneinheiten bei Arleon, buffen würde. Ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Ephelé Ernalin, hoffentlich richtig ausgesprochen, die zum Beispiel sehr hohe Zauberschadensstärke verursachen kann und damit natürlich super geeignet ist, eine Magierin zu werden. Mittlerweile könnt ihr die Schwierigkeitsstufe von sehr einfach bis sehr schwer einstellen. Früher war es so, dass wir normal hatten und da war das Spiel in meinen Augen gerade für erfahrene Spieler etwas zu leicht. Es ist also schon mal gut, dass die Schwierigkeit erhöht wurde. Die Entwickler arbeiten auch ständig an der KI. Ich hoffe also, dass wir da auch ein entsprechendes herausforderndes Erlebnis jetzt immer weiter haben werden, sodass wir da viel Spaß und viel Nostalgie zumindest in einem neuen Spiel erleben können. Die Schwierigkeit könnt ihr weiterhin feintunen mit verschiedenen Standardeinstellungen, die wir von 4X Games mittlerweile kennen. Das heißt die Ressourcen, die Hüterobergrenze, die Ausgangsgröße, die gegnerische Wachstumsrate und so weiter könnt ihr alles einstellen. Ihr könnt auch Zufallsereignisse, die ab und zu kommen, ausstellen, wenn ihr das möchtet. Doch genug des ganzen Vorgeplänkels. Jetzt sind wir im Spiel drin. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie denn die ganze Geschichte funktioniert, was wir alles hier finden können, was die Besonderheiten sind. Schnuppert vielleicht mal ganz kurz in den Kampf hinein, weil er halt auch etwas Besonderes ist. Erstmal seht ihr oben rechts unsere Ressourcen. Auch wieder im Geiste von Heroes of Might and Magic haben wir zum Glück nicht nur 2 Ressourcen oder 3, sondern wir haben wenigstens 5. Könnten auch gerne noch mehr sein, aber 5 ist schon mal ganz gut. Ihr seht einmal hier als Sonderressource neben Holz und Erz, Schimmergewebe, antiken Bernstein und himmlisches Erz. Diese Ressourcen braucht man je nach Fraktion, die man gewählt hat, unterschiedlich oft. Da gehe ich jetzt aber auch nicht genauer drauf ein, aber damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Sonst sind natürlich Holz und
Stein immer essentiell, aber auch da variiert die Häufigkeit, die ich brauche bei den verschiedenen Fraktionen. Wenn wir jetzt unsere Karte ansehen, seht ihr natürlich das Übliche. Wir haben überall Pickups. Tatsächlich ist das hier keine zufallsgenerierte Karte, sondern ein Szenario. Ihr seht sehr, sehr viele Pickups im Gegensatz zu Heroes of Might and Magic deutlich mehr. Da, wenn ihr eine Schwierigkeitserhöhung haben wollt, stellt die Start diese Pickups runter oder nimmt eine Zufallskarte, wo weniger los ist. Ist aber tatsächlich bei Songs of Conquest auch so gewollt, dass ihr sehr viele Ressourcen aufheben müsst, könnt, weil ihr braucht diese Ressourcen auch, denn alles ist wesentlich teurer als bei Heroes of Might and Magic. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal unser Haupthaus angucken. Unser Haupthaus ist erstmal eine Festung, wie wir hier gestartet sind. Es gibt auch noch kleinere Außenposten. Und diese Festung könnt ihr jetzt 4 Stufen aufbauen. Und das müsst ihr immer teuer bezahlen. Da braucht ihr zum Beispiel 10 Steine. Das wird auch bis 70 Steine hochgehen. Das natürlich kein Verhältnis ist zu Heroes of Might and Magic F3. Außerdem seht ihr, ihr könnt auch Wälle kaufen, die wiederum auch wieder viel Stein kosten und Holz und so weiter und so fort. Was jetzt Neues, ihr seht keinen Stadtbildschirm, also Stadtbildschirm, sondern ihr habt hier diese kleinen Flecken. Und diese kleinen Flecken sind eure Bauplätze. Ihr klickt da drauf, dann kriegt ihr dieses Menü, ihr seht, ihr geht dran und könnt dann sehen, was kann ich hier bauen. Da das hier kleine Bauplätze sind und für größere Bauplätze mittelgroß und groß, muss ich meine Festung upgraden, könnt ihr auch nur kleine Gebäude bauen. Das fängt einfach an mit Ressourcen generieren, Holz und Stein und kann uns Gold pro Runde geben und dann eben natürlich Rekrutierungsmöglichkeiten, wie hier den Bänkelsänger, also Barden, Milizionäre. Das wären jetzt so unsere ersten Einheiten, die wir in dieser Weise finden können. Hier können wir die Garnisonsgröße erhöhen und einen Sammelpunkt errichten, wo wir von Stadt zu Stadt rekrutieren können, was sehr wichtig sein kann. Wenn wir mittelgroße Gebäude haben, brauchen wir wie gesagt ein Upgrade und dann können wir weitere Einheiten bauen, die natürlich deutliche Vorteile bieten gegenüber den Standardeinheiten. Dafür sind sie natürlich im Wachstum nicht so groß. Jetzt kommt schon ein großer Unterschied, denn ihr könnt diese Gebäude, wenn ihr die Plätze habt, dafür auch mehrfach bauen. Das heißt, ihr könnt pro Woche oder pro Tag, ne, ihr seht ja pro Runde steht hier unten, nicht pro Woche, könnt ihr eure Einheitenproduktion auf eine Einheit festlegen oder auf mehrere beliebte Einheiten oder die strategischen Einheiten, die ihr gerade haben wollt, festlegen. Ihr könntet also zum Beispiel 3 Kasernen bauen und niemals einen Fährhain, wo ihr die beiden Fäheneinheiten bauen könnt. Ihr könntet also nur auf Bogenschützen zum Beispiel gehen, während die Fäheine zum Beispiel starke Nahkämpfer geben, sehr schnelle in diesen kleinen Fäheinheiten. Mein Gott, dieser Name ist wirklich schrecklich. Und eine richtig krasse Tank- oder Hau-drauf-Einheit in dieser großen Fäheine, also Fähgeister und Gehörte. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne, jetzt nur einmal ein Beispiel zu nennen, auch wenn wir jetzt nicht zu tief drin gehen wollen, auf die Bogenschützen. Macht da so ein Power-Doom-Stack und deswegen baue ich eher Kasernen als Fähs. Kann aber auch natürlich hier drauf gehen und dann halt einen richtig schnellen Eingreifstrupp haben und muss dann eben die Vor- und Nachteile jeweils abwägen. Außerdem kann ich mir noch einen Ritter bauen, das wäre noch die nächste Einheit. Darauf könnte man zum Beispiel auch gehen. Und ganz wichtig, einen Marktplatz, das kennen wir ja auch üblicherweise, um Ressourcen zu handeln. Und erst bei groß kommen ihr die letzte Einheit, also die, ich sag jetzt mal T3-Einheit, also die stärkste Einheit. Und all diese Gebäude, ist wichtig, könnt ihr auch upgraden. All diese Einheiten. Da ist auch schon mal eine Besonderheit, diese Upgrades sind essentiell, denn die Einheiten werden deutlich stärker. Dann habt ihr noch 2 andere Gebäude, die jeweils die Forschung ermöglichen, die ich euch auch noch zeigen werde. Und das war eigentlich schon so das Bausystem. Das muss man sich natürlich dann nochmal genauer anschauen. Und dann könnt ihr hier auf euren Heldenporträt natürlich sehen, was haben wir jetzt für Fähigkeiten. Kommandieren heißt, ich kann 3 Truppen in der eigenen Armee mitführen, das sieht man hier oben. Ich kann bis zu, ja, könnt ihr rechnen, 6, 8, glaube ich, hochgehen. Und ich habe Bogenschießen, das heißt, die Fernkampfoffensive ist bei mir erhöht. Ich habe Rabenfraß jetzt genommen, die sowieso schon die Fernkampfoffensive erhöht. Das heißt, wir haben da tatsächlich einen ganz schönen Fernkampfmodifikator und wir haben nochmal 10 Nahkampfmodifikator durch die Offensive. Das heißt, wir kriegen 10 hiervon, 15 von ihrer Fähigkeit, 10 durch die Offensive für Fernkampf, insgesamt 35 und 10 bei der Nahkampfoffensive. Ich will jetzt gar kein Tutorial machen, aber haben wir ja schon mal ein bisschen was gerechnet, ist doch ganz nett. Und dann seht ihr oben immer Einheiten, ja 3 sind natürlich recht wenig. Ihr müsst die halt freischalten. Ihr seht auch immer eine Limitation am Anfang. Ihr könnt jetzt nur 20 Waldläufer, also die klassischen Bogenschützen, mitnehmen. Ihr könnt immer mit Rechtsklick, jetzt klicke ich hier gerade wie so ein Idiot rum, weil der Tooltip mich immer veräppeln will. So, einfach draufhalten. Könnt ihr immer sehen, was für Stats eure Einheiten haben und welche Essenzen sie produzieren. Zu den Essenzen komme ich nochmal ganz kurz im Kampf. Ansonsten bewegt ihr euch ganz normal, wie ihr es kennt, über die Karte, Rechtsklick und könnt hier zum Beispiel jetzt die Pickups aufheben. Und könnt dann jeweils die Ressource bekommen. Ihr seht sehr schön angegeben, welche Ressource was ist. Ich denke mal, da kann sich jeder zurechtfinden. Dann habt ihr natürlich auch sowas wie Dungeons. Ihr habt sowas wie Quelle des Wissens, wo ihr Erfahrungspunkte gewinnen könnt. Und so weiter und so fort. Und dann versucht ihr einfach zu herauszufinden, ja, was klappt ganz gut, was klappt nicht. Und wie komme ich dann weiter?
Um den Kampf zu zeigen, habe ich einfach mal ein anderes Savegame geladen. Ihr seht, meine Armee ist durchaus etwas gewachsen. Ihr seht, ich könnte 9 Einheiten haben. Natürlich habe ich da Fake News vorbereitet. Zahlen sind halt genau mein Ding. Deswegen habe ich auch Mataelka gewählt gehabt. Gut, also wir haben unseren Typen hier vorne in die Ecke gedrängt. Der hat so richtig Schiss vor uns. Das wird also kein schwerer Kampf. Soll aber auch nicht unser Ding sein. Wir wollen das Ganze einfach nur mal zeigen. Ihr seht auch, was man für Stats erhalten kann. Pro Runde 17.000 Gold. Auch das wirkt sehr viel. Aber ihr könnt bei der richtigen Rekrutierungsrunde von dicken Einheiten auch sehr viel von diesem Geld verlieren. Sei es drum, wir gehen einmal in den Kampf. Dann habt ihr immer folgenden Bildschirm. Den kennen wir ja auch immer noch. Schnelle Schlacht, manuelle Schlacht. Typisch, typisch. Ihr seht die Einheiten vom Gegner, wie die aufgestellt sind. Er hat ein paar Drachen. Er hat eine von so Trommlern. Gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Es sind halt Rana-Einheiten. Wir könnten jetzt zum Beispiel unsere Einheiten umlegen. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, dass meine Peststrukturen dann irgendwo auf einem anderen Platz sind. Also Unheilsbringer heißen sie genauer. Das sind halt Gift. Hand, Arm, Brustschützen, mein Gott. Und wir haben hier verschiedene Sammelsurien an untoten Viechern. Das ist eigentlich unsere Armee, die wir haben. Da gibt es noch andere Einheiten. Ich habe jetzt aber erstmal diese hier genutzt. Das ist, glaube ich, eine Kampagnenmission. Von daher war das einfach das, was ich gebaut habe. Natürlich sollten Fernkämpfer dann möglichst in den Rücken stehen und die dicken Einheiten nach vorne. Und dann könnt ihr das halt hin und her ziehen. Im Sinne des Zeigens des Spiels gehe ich natürlich hier die manuelle Schlacht. Das würde auf jeden Fall auch eine schnelle Schlacht geben. Ihr könnt aber auch sagen, das Ergebnis nehme ich nicht an und könnt dann neu kämpfen. Also ihr könnt jetzt schnelle Schlacht drücken. Das kennen wir ja auch schon von Age of Wonders und so weiter. Ihr könnt jetzt sagen, na, da habe ich mir zu viel verloren. Ihr seht, was ihr am Ende für Erfahrung kriegt, was für Kriegsbeute dabei wäre, weil ihr einen Helden besiegt habt. Und könnt hier auf manuelle Schlacht gehen. Falls es noch jemandem nicht aufgefallen sein mag, wir spielen hier Lot. Ich bin übrigens Ambertina, die hat eine Zerstörungsessenz immer dazu. Hab schon sau viele Gegenstände. Ihr könnt natürlich hier Equipment farmen oder sammeln. Das geht immer. Ihr seht unten nochmal die Fähigkeiten angegeben. Und ihr könnt sehen, ich habe mich sehr auf Magie spezialisiert. Dementsprechend versuche ich natürlich viele Essenzen zu sammeln. Das ist das Besondere, was wir bei Songs of Conquest neben speziellen hier Einheitenfähigkeiten haben. Wir können in dieses Zauberbuch reingehen. Wir haben nicht unendlich viele Zauber. Das ist tatsächlich etwas, wo man schon mal sagen kann, okay, es ist reduzierter, da kann auch gerne noch mehr kommen, aber dafür habt ihr Zauber, die stärker werden, je höher eure Fähigkeit mit dieser jeweiligen Zauberschule ist. Zum Beispiel habt ihr bei mir gesehen, ich mit meiner Ambertina habe Ordnungsmagie 3, Zerstörungsmagie 3 und Arcana Magie 2. Dementsprechend sind meine Level bei diesen Arcana, das war hier Ebene 2 und bei Zerstörungsmagie Ebene 3 und der Ordnungsmagie genauso. Damit habe ich einen riesigen Vorteil, denn meine Fähigkeiten sind wesentlich stärker und halten zum Beispiel auch länger oder irgendwelche anderen Dinge. Zum Beispiel hier, Beschleunigen 3 heißt, ich kann 3 Truppen anwählen. Hätte ich Beschleunigen 1, könnte ich nur eine Truppe anwählen. Das ist ziemlich cool und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Kniff, auch wenn wir nicht im Tutorial sind, ihr könnt diese Beschleunigen auch mehrfach auf eine Einheit anwenden. Aber das sind jetzt Sachen, die wie gesagt in ein anderes Video hineingehören würden. Ihr könnt auf jeden Fall diese Zauber dann, je nachdem welche Schule ihr gewählt habt, stärker oder schwächer anwenden. Und wichtig ist, die Essenzen generiert ihr, außer eben durch meine Vorteile von Gegenständen und meinen Fähigkeiten, nur durch die Einheiten. Zum Beispiel diese Seneschalle haben Essenzen, das sind schon abgegradete Versionen, die sind auch schon durch Forschung gebufft. Ordnung, zweimal Arcana und Zerstörung. Diese Essenzen könnt ihr dann für eure Zauber nutzen. Die Kosten, habt ihr eben gesehen, sind hier jeweils angegeben. Zum Beispiel Sabotage würde 3 kosten, 8 kosten, Entschuldigung. Und Frostgeschoss 10. Und dann gibt es natürlich so krasse Mischzauber, die verschiedene Essenzen brauchen. Wie jetzt nehmen wir mal das, was ich habe, verhüllte Sicht. Damit kann man Fernkämpfer richtig gut ausschalten. 3 Schöpfung, 3 Ordnung. Und so zieht sich das halt durch. Und ihr wollt halt bei manchen Strategien möglichst viele Essenzen haben. Ein Beispiel wäre da Baja und den Techniker zu nehmen und einfach nur Essenzen zu ballern. Oder Rana und die Schildkrötenältesten. Die geben extrem viel Essenzen. Das heißt, ihr könnt wirklich als purer Magier extrem eskalieren, weil ihr Essenzen sammeln könnt, bis die Gegner bei euch sind. Und ihr dann pro Runde unendlich, so viele Essenzen wie ihr habt, könnt ihr alle Zauber rausballern, wie ihr Bock habt. Ja, und dann das Kampfsystem ist schnell gezeigt. Ihr könnt natürlich hier sehen, wo ihr euch hinbewegen könnt. Ihr könnt sehen, was für Schaden ihr verursachen würdet, wie viele Einheiten ihr töten würdet. Das ist nichts Besonderes, das kennen wir. Wichtig ist, ihr könnt hier nicht wie bei Heroes of Might and Magic 3 warten. Das ist nicht gewollt und nicht eingeführt. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, bewege ich meine Einheit oder nicht. Ich kann den Zug nur beenden oder eine Fähigkeit benutzen. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier zurückgehen. Ich könnte auch nach vorne gehen. Da ich sehe, dass die Drachen gleich dran sind und die auf jeden Fall meine Einheiten rankommen, könnte ich natürlich jetzt irgendwelche Strategien überlegen, ist aber jetzt erstmal fürs Showcase komplett egal. Es wäre unser
unsere Hochlegion dran. Immer schwieriger Name. Könnt jetzt ihre Fähigkeit einsetzen, schützen. Würde alle Einheiten drumherum schützen, mehr Verteidigung geben und Zauber Schadensresistenz. Außerdem kann die Einheit auch sehr weit gehen und ist natürlich unsere dickste, stärkste Einheit. Ihr seht schon, wie schön hässlich die ist. Die ist natürlich schön fies. Könnt ihr hingehen und einfach diesen Drachen umklatschen, zum Beispiel den, der meine Fernkämpfer bedrohen würde und sich da schön auf den Berg stellen würde, könnte. Das wollen wir nicht unbedingt. Also gehen wir einfach mal nach vorne, nur um das mal zu zeigen. Mal laufen hier vorne. Die Animation ist ganz cool. Zack. Und schlitzen diesen Drachen einmal auf. Der andere Drache will sich natürlich rächen. Dementsprechend hauen wir den NSM auf die Mütze. Haben natürlich schon zwei Legionen verloren. Sollte man niemals tun, ne, als Tipp. Aber ja, kommen wir dazu. Die Legionen, wenn die im Nahkampf bekämpft werden, können sich zum Beispiel rächen. Auch da könnt ihr wieder immer über die Einheiten gehen und die Fähigkeit ansehen. Ihr seht zum Beispiel hier links Schwung mal 2, was das bedeutet. Beschirmt, Furcht einschüssen, großflächige Angriffe und so weiter und so fort. Man kann nicht mehr sehen, was alles da ist, weil das Viech ein paar viele Fähigkeiten hat. Wir können es aber zum Beispiel hier mal einem Legionären zeigen. Ihr seht rechts immer schön angegeben, was jeweils die Fähigkeit ist. Also das ist immer super aufgereinigt. Da könnt ihr sehr euch informieren und schauen, wie ihr da vorankommt. Jetzt könnte ich einmal zeigen, wie ich das mit dem Zauber meine. Ich mache Beschleunigen, mache jetzt auf dieses Skelett. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Skelett dreimal Beschleunigen drauf. Boom, jetzt ist der sauschnell und kann übers Feld flitzen und sich einfach hier mal an den Drachen rächen, aus Spaß an der Freude. Sich absolut kein effizientes Kämpfen, ist aber auch nicht mein Ziel. Und so genauso mit dem hier, einfach da vorne drauf. Und ich könnte jetzt, wie ihr seht, weiter zaubern. Ich könnte jetzt einfach sagen, ja hier, Feuerball, haue ich hier einfach mal hinten drauf. Dann könnte ich hier einen damit einfach mal töten, warum nicht? Dann gibt es noch so lustige Sachen wie, ey, ich will aber auch meine Einheit jetzt schnell mal wieder wegbringen. Das heißt, ich klicke hier drauf und dann kann ich das in irgendeine Richtung bewegen, wie ich will. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte die Einheit hier hinten wieder bewegen. Und kann sie damit teleportieren. Dafür brauche ich dann Arcana Essenz. Und so geht das immer weiter. Und wie gesagt, jede Einheit hat Fähigkeiten. Und damit könnt ihr schon ziemlich coole Kampfstrategien in meinen Augen ausfädeln und euch auch wirklich richtig austoben. Es ist aber auch teilweise gefährlicher. Ihr könnt nicht so viel schießen natürlich, wie es jetzt bei Magic 3 durchaus drin war. Ihr müsst hier schon nicht ehrlicher kämpfen, aber schon anders kämpfen. Also müsst ihr auf jeden Fall immer aufpassen, dass ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wie immer ist natürlich Fernkampf ist sehr gut, hat natürlich riesen Vorteile. Ihr kennt das übliche Prinzip, muss ich euch nicht zumindest in diesem Video erklären. Das ist so basic, ganz im Sinne von unten Strategie spielen. Und wie ihr seht, das Artwork und so weiter ist auch wirklich sehr gelungen. Ja, bin mal wieder aus dem Kampf rausgegangen und zeige euch jetzt noch das letzte Wichtige, was man bei diesem Spiel kennen muss. Also erstmal seht ihr, hier ist eine Stadt ausgebaut. Ihr seht ganz viele Artwork, ganz viele Animationen, die ihr sehen könnt, sehr cool gemacht. Aber wichtig ist mir noch das Forschungssystem. So habt ihr hier rechts immer diese Symbole, erstmal für den Handel, für den Markt und da halt für die Forschung. Da habt ihr immer zwei Gebäude, die haben verschiedene Foki. Das eine ist zum Beispiel, dass hier wäre jetzt Bibliothek Aurelius, bei allen Fraktionen aber sehr ähnlich. Und dann habt ihr die Wirtschaftsforschung und die Essenzforschung und wie viel Einheiten ich im Stack haben kann. Das sind immer diese Forschung. Und ihr habt zum Beispiel jetzt bei den Lot die Möglichkeit, euer Einkommen an antiken Bernstein, diese besondere Ressource, die ihr oben seht, zu erhöhen. Die braucht ihr auch verdammt viel, kann ich euch schon mal sagen. Das ist eigentlich der Spaß am Spiel oder an der Wirtschaft hier. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will pro Runde Gold dazu bekommen. Oder ich möchte hier mehr Gebäude errichten auf können auf einmal. Ich möchte mehr Ordnungsessenzen in meinem Kampf haben, wenn ich anfange. Ich möchte mehr Toxikologen haben in meiner Armee, mehr Ratten und so weiter und so fort. Das heißt, hiermit könnt ihr die Armee-Stack-Größe bestimmen, die wir eben ja bei unserem Helden hier gesehen haben. Ihr könnt sehen, dass ich jetzt schon 40 von diesen tragen kann. Das war vorher nicht möglich. Ihr seht, die ist um 20 gestiegen. Ich konnte also vorher nur 20 Toxikologinnen transportieren oder mitnehmen. Das pro Stack-Platz natürlich, ne? Das war nicht anders möglich. Das sind diese Forschungen, die sind noch relativ wenig spektakulär. Trotzdem natürlich essentiell, kann ich euch schon mal sagen. Als Deckgröße erhöhen ist halt unglaublich wichtig, genau eine Ressource kriegen. Das Wichtige, was so für die Strategie da ist, ist immer das Forum, also hier das Forum des Unsichtbaren, also Forschung für die Stats. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe eine Spezialisierung für mein Spiel, ich bin hier schon sehr weit fortgeschritten, deswegen habe ich schon viel freigeschaltet. Ihr seht trotzdem, ich habe einiges nicht freigeschaltet. Kann euch aber schon mal als Spoiler sagen, diese Einheit hier ist zum Beispiel auch extrem stark. Habt ihr aber die Ressourcen vielleicht nicht, zum Beispiel Bernstein oder sonst was, könnt ihr sie halt einfach nicht bauen. Außerdem, wenn ihr halt sagt, ich möchte jetzt eine andere Strategie fahren, könnt ihr halt natürlich auch eine andere Strategie fahren. Das ist hier durchaus möglich. Was könnt ihr mit diesen Forschungen machen? Ihr seht schon, menschliche Forschung, also meine Kultisten, die werden durch diese Forschung gebufft. Hier könnt ihr zum Beispiel Nahkampf erhöhen, was in meinen Augen nicht so sinnvoll ist. Gehen wir aber nicht näher darauf ein. Hier könnt ihr Fernkampf erhöhen, was sehr sinnvoll ist. Und hier könnt ihr wieder die Verteidigung erhöhen und hier könnt ihr die Lebenspunkte und den Schaden erhöhen.
Und so geht das natürlich auch mit der Untotenforschung. Nahkampfangriff, die Lebenspunkte Schaden. Initiative, Truppen bewegen, also weiter bewegen, ist absolut wichtig in diesem Spiel. Und das sind dann die Forschungen, die essentiell sind, um eure Einheiten der Wahl, also die ihr euch ausgesucht habt, mit denen ihr spielen wollt, massiv zu buffen. Und ich bin, wie gesagt, jetzt auf diese Toxikologin gegangen und halt einfach so einen Nahkampf-Untoten allein ab. Ne? Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Und ihr seht, hier könnt ihr dann individuell nochmal hier die Toxikologin stärken. Das kommt natürlich on top von all diesen Buffs, die ihr durch die menschliche Forschung holt. Also extrem cooles System gerade, weil man die Ressourcen nicht immer hat. Ihr seht, von dieser Spinnenseide zum Beispiel oder Schimmerseide kriege ich gar nichts. Das heißt, diese muss ich mir irgendwie kaufen oder besorgen. Ihr werdet auch viel den Markt benutzen müssen, natürlich klassisch. Aber dieser Forschung könnt ihr euch extrem nochmal spezialisieren. Richtig cooles Feature, gefiel mir immer sehr gut. Ist wirklich cool zu machen, weil ihr wirklich überlegen müsst, worauf gehe ich jetzt, was spezialisiert sich. Und ihr merkt deutlich, wenn ihr eure Einheit upgradet, also heißt durch Gebäude upgraden, auf Stufe 2, was ich euch schon gezeigt habe, dass ihr also die erweiterte Version eurer Einheiten haben könnt. Und ihr merkt deutlich, wenn ihr halt diese Forschung gemacht habt. Das heißt hier, die Reichweite ist halt super stark. Kernschussreichweite heißt natürlich, kriege ich wieder Reichweitenabzug. Den kann ich hier nochmal verbessern. Also richtig cool, um eine spezialisierte Strategie zu fahren. Und ihr seht, die Maps können auch recht groß sein, so wie hier die jetzt. Das ist auch einiges Spaß, was das bietet, wo ich auch austoben könnt. Okay, also wirklich zuletzt will ich euch aber doch noch was zeigen. Und zwar die Heldenentwicklung. Nur mal ganz kurz. Wir haben ja eben gesehen, dass ihr Fertigkeiten habt, die halt zum Beispiel das Einheitenlimit in eurem Stack erhöhen. Ihr könnt Magie wählen und einige andere Fähigkeiten könnt ihr euch alles selber angucken. Wichtig wäre aber noch das hier unten, und zwar Mächte. Ihr kriegt in der 8., im 8. Level und im 16. Level und im 24. Level und ich glaube danach nicht mehr, bekommt ihr jeweils Mächte. Das sind so wie Ultimate, sage ich mal, bei MOBAs oder sowas. Hier kriegt ihr zum Beispiel diese Fähigkeit eingestimmt. Ich kriege ganz viele Essenzen dazu. Ihr könnt aber auch sowas haben wie Fernkämpfer machen das und das mehr Schaden oder haben eine höhere Reichweite oder Nahkämpfer haben eine Truppenbewegung mehr oder Nahkampfoffensive und so weiter und so fort. Das heißt, ihr kriegt da einmal eine sehr starke Fähigkeit und ihr könnt so viel Fertigkeiten haben, wie hier Slots sind. Das heißt, ihr könnt 3, 6, 10 verschiedene Fertigkeiten wählen und natürlich gucken, wie ihr die auflevelt. Ist natürlich immer sinnvoll, natürlich auf einzelne zu gehen und die komplett hochzuleveln. Aber wenn ihr halt coole findet, dann könnt ihr die hier nochmal ergänzen. Und ansonsten könnt ihr hier immer eure Equipment ändern, das haben wir ja auch schon ein bisschen gesehen. Und die Stats hatten wir auch schon gesehen, die halt auch noch essentiell sind. Ich wollte nur noch mal kurz auf die Mächte hinaus. Das Level-System ist ähnlich auch wie bei Heroes. Ihr habt zufällige Wahl zwischen verschiedenen Fertigkeiten, die ihr auswählen könnt. Und je nachdem, was ihr gewählt habt, darauf basiert auch die Macht nachher. Habt ihr viel Magie gewählt, kommt wahrscheinlich eingestimmt oder etwas in der Art. Habt ihr viel auf Nahkampf oder sonst irgendwie in Schadensart genommen, dann werdet ihr auch eher in diese Mächte hineinkommen. Auch da habt ihr eine Auswahl. Zwischen 2, meine ich, wenn sie nicht geändert haben oder ich mich komplett irre. Und da könnt ihr dann auch immer entscheiden, was gefällt mir gerade im Spielstil besser. Ja, und damit kommen wir zum Fazit. Denn dieses Spiel, Songs of Conquest, das müsst ihr unbedingt mal gespielt haben. Denn es bietet durch seine Neuerungen im Kampfsystem, der Forschung und in der Heldenentwicklung und generell auch mit den neuen Fraktionen natürlich ein super tolles Spielfest, eine super tolle Spielwiese, auf der ihr euch austoben könnt und die vielen Neuerungen Stunden über Stunden einfach erfahren könnt, euch hineinfuchsen könnt und tatsächlich dann auch in höheren Schwierigkeitsstufen auch richtig schön bis an eure Grenzen kommen könnt. Ihr müsst gucken, welche Einheit ist gut, welche will ich benutzen, welche gefällt mir persönlich und müsst da eure Strategie daraus bauen. Das sehr, sehr Gute, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist auch, es ist sehr einsteigerfreundlich. Auch die Kampagnen sind total easy. Also für mich sogar was zu leicht, muss ich ganz klar auch für mich als Kritik festhalten. Aber gerade für Neulinge im Genre oder halt auch Neulinge generell, die sich auch mit Heroes of Might and Magic und Ähnlichem wirklich noch schwer tun. Ein super tolles Spiel hier, wo ihr einfach mal richtig reinsteigen könnt. Negativ, wie gesagt, war die KI. Die hatte ich tatsächlich mal mit so einem Spreadsheet, wie auch immer, also so einer Textdatei, auf 500% gestellt. Und selbst da war sie gut, aber halt besiegbar. Sie hat leider nicht diesen Mechanismus, dass sie gleich baut wie der Spieler. Hat Pickups liegen lassen, trotzdem natürlich super Armeen, was ein bisschen problematisch ist. Aber in den letzten Patches ist das auf jeden Fall schon mal deutlich besser geworden. Auch gerade mit den neuen Schwierigkeitsstufen und den neuen, ich sag mal, Lernmuster, die KI jetzt aufweist. Ansonsten, die Kampagne ist nett.
Ne? Wie gesagt, war es zu einfach für mich. Kann man auf jeden Fall spielen, empfehle ich euch definitiv auch. Und natürlich 4 Fraktionen sind ein bisschen wenig. Aber ne, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ihr werdet trotzdem, so wie ich, auch wahrscheinlich damit erstmal 60 Stunden verbringen, wenn ihr euch wirklich da ein bisschen reingebt. Mit dem tollen UI, den neuen Ideen und einfach diesem sauberen Gameplay, was man hier findet, hat man auf jeden Fall ein super Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss. Also wartet nicht länger, gönnt es euch einfach mal. Ist jetzt auch nicht super teuer, dann könnt ihr das einmal ausprobieren. Ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, ein Abo da, das hilft mir. Haut mir gerne mal raus, was ihr noch haben wollt, ob ihr Tutorials braucht und so weiter und so fort. Danke, danke fürs Zuschauen und haut rein.